Eine kurze Zuf zu zu zwö. Ah, bist du schneller gewesen als ich? Was ist das denn? Ah, Errungenschaft. Chu-Chu habe ich jetzt gerade freigeschaltet, weil ich mit diesem Profil das erste Mal mit dem Zug gefahren bin. Schön. Naja, der Eurotunnel. Ist schon eine krasse Sache, ne? So, was gibt's denn noch zu plaudern? Einiges. Einiges, ne? Aber wir sind gerade so mit dem Fahren. Warte mal, ich fahr gerade hinter dem. Ach so. Ich dachte gerade. Aber wir sind auch bald am Ziel. Ja. 42 Kilometer Oh, noch. jetzt kommt, glaube ich, diese. Ist das die Strecke, die ich. Wo bist du denn Ich bin eigentlich? hinter dir, einen Trailer weiter. Also einen LKW weiter. Nach 19 Meter. So. Was macht? Warum ist er so lahm? Wer ist lahm? Der hinter mir. Den zieh ich doch vorbei. Boah, nee, das soll ich nicht machen. Das soll ich echt nicht machen. Doch, mach mal. Nee, das kann ich nicht machen. Da gleich ist die Abfahrt. Hör mal, das tut man nicht. Außerdem sind wir in England, mein Lieber. Stimmt. Das hätte ich jetzt Ja, von fast daher fahre ich vergessen. richtig. Ich fahre komplett richtig, mein lieber Freund hier neben mir. Trottel. Ist vielleicht komisch mit dem Lenkrad. Das erste Mal im Euro Truck Simulator, als ich in England gefahren bin, habe ich mich auch so richtig einmal richtig vertan. So nachts bei einer Autobahnauffahrt bin ich voll gegen die Ja. Leitplanke, so richtig voll gegen gerasselt. So, jetzt müssen wir auch in Meilen pro Stunde rechnen, ne? So. Aber mit Fernlicht, das ist angenehmer. Mit Fernlicht geht immer. Besser als gar Ich kein glaube, Licht, wie der andere andere. Spieler sehen das nicht, oder? Würde mich mal Mach interessieren. mal Licht an. Sieht das jemand an? Warte mal, ja jetzt. Ich habe jetzt noch mal das Licht an. Ja, warte Du mal. musst wahrscheinlich auch näher kommen. Ja, muss ich auch. Deswegen fahre ich gerade wieder Ideallinie, ich sag's dir. Schön. Wir sind aber 20 Kilometer noch, das geht gut. Da kippt er. Na, knapp. Er kippt dumm. Sag mal, irgendwie Fernlicht an, mach mal Fernlicht aus. Ah, ich glaube, du bist noch zu weit Ja, ich weg. sehe da nichts. Nix. So. Nix. Oh. Aber wir sind gleich da, dann können wir uns eine Ausfahrt treffen. Oh! Hier. Blitzer, Blitzer. 50. Abbremsen. 30, das heißt, wir dürfen 50 fahren. Wie sieht's aus? Bist du neben mir? Langsam komme ich. Jetzt doch nicht nach Bin rechts, schon du wieder. Trottel! Ich habe ein Problem mit den Tasten gehabt. Ja. Ich habe nämlich zuvor Amsi gespielt und da ist die Kamerazentrierung auf Ja, Leertaste. klar. Und hier ist das Klar. Feststellbremse. Und das hatte ich jetzt gerade nicht ganz. Deswegen habe ich mir auf die Leertaste auch die Hupe gelegt. Das ist wesentlich, ja, also nicht so schlimm, sagen wir es mal so. Okay, aber ich So, habe es jetzt überlegt. mal gucken, wie das mit dem Fernlicht aussieht. Ja, genau. Also nur 11% Schaden. Ne? Das geht doch. Ja, jetzt habe ich auch noch einen gut bei dir. Ja, komm, der war nicht extra. Hoppala. Ja, kein Schaden angekommen, würde ich Ja. mal sagen. Glück gehabt, jetzt mach mal Fernlicht an, komm. Jetzt ist Fernlicht dran und jetzt ist Ja, aus. ich sehe das. Sieht man da irgendwie? Ja, das sehe ich. Faszinierend, diese Welt, ne? Du forderst es heraus, ne? Ich fordere es Aber raus. bis jetzt ist immer noch kein Schaden angekommen. So. Oh ne, oh ne, jetzt fahren wir Wir nebeneinander. fahren in England. Ja, ich überhole doch.
Elefantenrennen in der Stadt. Oh Gott, in der Stadt, in der Stadt. Ah, ich bin innen, ich überhole jetzt. Ich überhole jetzt. Eiskalt. Oh, fahren entgegen. Oh, falscher Kreisverkehr, Dings. Guck mal bitte, was ich mache hier. Ich hab kurz Flycam. Hier ein kleines Problem. Ich ahne sehr, sehr. Ja. Kommst du nicht mehr raus? Ich schon wieder zum Ding. Ich glaube, ich stehe da ein bisschen scheiße. Eben mal ganz an hier mit der Achse. Ja, ich kann dich aber vielleicht rausbefreien. Ich lass mal meinen Trainer hier unten stehen. Ja, probier mal, ganz vorsichtig, Herr Gemüse. Dann muss ich stehen lassen. So. Da bin ich mal gespannt, ja, ob das klappt. Boah, was ist denn hier mit der. Moment. Ich bin sowieso auf der falschen Seite, glaube ich. Irgendwas ist ja was Ressourcenfrist schon. Keine Ahnung, egal. So. Hilfe! Ich will nicht mehr! Langsam! Okay, ich muss glaube ich von dem Bürgersteig aussteigen. Ja, kommst du da drauf? Ja, ich muss ein bisschen rumfahren, Moment. Nee, der ist glaube ich abgesichert. Ja, nicht komplett. Nee? Ja, ansonsten vorsichtig touchieren, irgendwo, egal, Hauptsache es bewegt sich. Oder vielleicht mal... Hier komme ich wahrscheinlich rein. Was denn? Könnte gehen, Vorsicht, unsichtbare Wand eventuell. Ja. Du hast aber auch einen Tor drin, ne? Naja. Kommst du da nicht rein? Jetzt geht's. Warte mal, ich muss mal mehr ausruhen. Da gerade reinfahren. Down, auf das. Komm, fahr. Ja. Was machst du denn denn da? Wahrscheinlich ist da eine unsichtbare Wand. Ja, probierst du mal. Nee, da geht nichts. Vielleicht. Ich guck mal. Mit Schwung. Nochmal rum. Nee. Guck nochmal, vielleicht geht es noch an anderer Stelle. Nee, hier komme ich auch nicht rein. Wir können auch einfach mal Leute kicken. Nein. Ich habe Angst, dass ich gleich gekickt werde, weil ich da ziemlich ungünstig stehe. Was machst du denn da? Nee, da ist auch eine unsichtbare Wand. Du bist zu weit gefahren. Da stehe ich doch gar nicht. Ich stehe doch hier rein. Da hinten in der Kurve. Ja, warte mal. Was hast du denn vor? Oh, da wurde jemand für 3 Stunden gebannt. Oh Gott. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Nee, da passt er nicht durch. Nee, in der Tat, da passt er nicht durch. Probier mal kurz von hinten zu schieben. Wie auch immer du das machst. Ja. Doch. Doch, ganz vorsichtig. Andocken und dann... Hast du deinen Trailer mal abgemacht? Was soll das denn? Ja. Ist jetzt auch nicht so die tolle Sache. Nee, drück jetzt mal am Trailer. Also, nee, von hinten. Ganz vorsichtig. Warte, ich wollte... Ganz sanft. Push. Nee, da geht nichts. Doch, komm. Das muss gehen. Nee, okay, nichts. Ich fahr doch in die Werkstatt. Ich muss sowieso mal meinen Anhänger da wegnehmen. Mein Motor streikt hier gerade, so, weil ich zu oft gegen dich gefahren bin. Ach Gott, was für ein Chaos. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah. Komm schon. Wo ist mein Anhänger? Weg!
weg. Irgendwas ist mit meinem Anhänger passiert. Hilf, ich habe den Kopf in meinen... Florian, das ist nicht lustig. Ich habe keinen Anhänger mehr. Der ist weg. Ist das jetzt auf einmal mein Problem? Und ich habe auf einmal keinen Auftrag mehr. Oh. Ach, scheiße, ey. Alles weg. So, ich bringe jetzt noch meinen kurz hier hin. Der muss ja hier hin. Ich hätte vielleicht erst reparieren sollen. Egal, 17%, das geht noch. Kommt gleich sowieso wieder einer um die Ecke und sagt, komm. Oh. Okay, gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ja, ne? Ich bringe noch kurz hin. Und machen dann bald mal wieder eine neue Folge. Das ist ja ganz witzig. So, komm. Ampel wird grün. Zwar bei weitem nicht so ruckelfrei, bei mir zumindest wie der Singleplayer, aber das muss, glaube ich, so, ne? Das ist normal. Ne? Nicht? Bei mir? Ne, also ich meine jetzt die Fahrzeuge auch. Also ja, jetzt gerade läuft es auch wieder einigermaßen, aber zwischenzeitlich kommen so komische Lecks, dann fliegen auf einmal alle Sachen durch die Gegend. Man hat viel Spaß beim Aufräumen. So. Was machst du denn da eigentlich? Ich wollte hier gerade mal parken. Fand den eigentlich ganz schön so. Ich bin gerade zu unkompetent hier. Und automatisch einparken geht hier auch nicht. Ich kann nicht einparken. So. Perfekt. Wir müssen vorziehen. So. Aha. Ja, tolerabel war das jetzt, aber naja, hab nichts dafür bekommen, ne? Das ist immer so gut, wenn die Liste so kommt, dann siehst du ja erst so deine ganzen Erfolge, was du gemacht hast, was du bekommen hast, ne? Und dann zum Schluss den Abzug, ne? Und der war jetzt dummerweise genauso hoch wie der Gewinn, ne? Ja, war doch auch mal wieder ganz nett. So. Boah, das sieht gerade echt pervers aus. Oh. Außen angeguckt. Ja, der bleibt sie. Hey, ist doch schön. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich hier einen Kopf? Warte mal, ich fahr mal ein bisschen zurück. Dann habe ich doch gleich deinen Kopf da drin stecken, oder? Ganz vorsichtig, ein bisschen. Oh, jetzt sehe ich deinen Kopf hier schon. Boah, jetzt sind wir perfekt ineinander. Ja? Richtig lustig aus. Das sieht aus, als wären wir ein Dings. Guck mal, von außen. Ja, ja, ich sehe es. Warte mal, ich fahre noch ein bisschen. Ah! Ich muss ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja. Warte mal noch ein bisschen, weil jetzt... Ah! Nein, das hättest du nicht machen dürfen. So. Ah. Ah. Kann ich weiter nach hinten? So, stopp, so. Stopp. Ja, stopp! Oh. So. So. Sieht zwar irgendwie scheiße aus, aber gut. Ja. So, Na, ich find's gar nicht. Ja, guck mal, von vorne sieht's nicht gut aus, weil du hast jetzt Lampen. Du hast jetzt vorne und hinten. Guck doch auch mal. Mach ich doch. Es ist schon. Oh mein Gott. Ja, gibt's eigentlich neue Trucks im Dings? Ja, den DAF XF, also im Store oder wie der auch immer heißt. Wollten wir sowieso mal was Neues kaufen. Ja, und der Store sieht auch komplett neu aus, ne? Also der ist jetzt richtig modern. DAF. Ja. Ne? Ist das der Euro 6? Wladimir Putin Super wurde Space? Gekickt. Ja. Das ist ja ein Ding. Vielleicht nicht das Schlechteste. So. Ja. Ich denke, dann belassen wir es hier. Wie viel? Der kostet 194.
3000. Ist das der? Neuer DAF. Also der sieht recht schön, also zumindest anders. Der hebt sich von den anderen DAFs ab, sag ich mal. Der ist auch teurer als die anderen. Das mag schon sein. Meiner hat jetzt 540 PS. Und was hat der? Also du kannst ihn, glaube ich, mit maximal 650 das lohnt. PS ausstatten. Aber es kommt ja nicht nur auf die Leistung an. Ne? Streamliner. Der sieht ja cool aus, die Lackierung. Was ist die denn? Meiner ist irgendwie, meiner hat irgendwie mehr PS. Ja, wie viel hat deiner denn? Es kann aber auch sein, dass ich den schon aufgerüstet habe. Ja, ja, klar. Was ist denn der teuerste Truck, den es bis jetzt gibt? Frag mich nicht. Eigentlich ein Volvo, ne? Keine Ahnung. Oder Scania? Der muss ja auch der beste sein. Ja, ja, doch, Volvo ist am besten. Das sag ich dir doch immer wieder. Scania? Scania ist schlecht, finde ich. Wohl, den bin ich lange gerne gefahren. Er ist auch zu günstig irgendwie. Ja, der hat ihn. Doch, hier. 255.000. Streamline. Das ist das Top-Teil. Das ist ein... Aber der sieht schön aus. 730 PS. Boah, Alter. Welcher? Der Volvo. Ich glaube, den kaufe ich mir. Der Volvo? Ja, der Volvo ist gut. Jetzt? Ja. Nee, der Scania. Der Scania. 30. Ja, ja, der Volvo von mir hat ungefähr genauso viel PS oder sogar genauso viel oder 57? Man weiß es nicht. Na, mache ich nächstes Mal. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Würde ich sagen, ciao mit V. Tschüss.